Neues Video von Basteltown. Heute bauen wir diese Fräsvorrichtungen, um diese Querverbinder einzufräsen. Funktioniert auch mit Schwalbenschwanz, wenn ihr es natürlich richtig baut. Ich habe natürlich die Platte zu stark gemacht, aber vom Prinzip her ist es das gleiche. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Als erstes braucht ihr diese Dreiecke. Meine sind 9,5 cm, die könnten auch 10 sein. Das ist eigentlich völlig egal. Auf jeden Fall kommen die jetzt hier dran. Irgendwie. Und die kommen dann dagegen. Das heißt, die leimen wir jetzt erstmal ein und tun sie dann von unten gegen Norgeln. Ne? Dazu brauche ich aber erstmal Leim. Wenn wir das jetzt haben, nehmen wir die 5 mm, die sind natürlich breiter, um 3 cm. Die setzen wir jetzt hier rein, bündig, und nageln die daran fest. Ups. Das sind jetzt eigentlich alles Reste, die rumlagen, die Dreiecke. Von wo waren die übrig eigentlich? Ah, von den Schienen hier unten. Die habe ich ja im Winkel geschnitten, Gärung. So, jetzt nageln wir noch zwei andere Stücke drauf. Die sind 15 x 15. Die kommen jetzt hier außen dran. Und die sind letztendlich dann die Führung für den Korb. Mehr nicht. Wenn euch mein YouTube-Kanal gefällt, am besten gleich unten links abonnieren oder im Abspann, weil es kommen regelmäßig neue Videos, gerade was Vorrichtungen angeht oder Möbelbau. Und ich würde mich über ein Abo freuen, die Glocke aktivieren, und dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Wie machen wir das? Erstmal auf Länge zuschneiden. Nehmen wir noch ein Zentimeter weg und dann tackern wir die auch einfach hin. Den Norgler, den werde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. So, Dille. Den zweiten nehmen wir jetzt, setzen den hier dran und nageln den erstmal hier fest. Auch nicht ganz drin. Immer feste drücken, Leute. Jetzt nehmen wir die Fräse in den Schuh rein. Ich habe jetzt einen 13 mm Nutfräser genommen. Stell die jetzt ein bisschen höher, spann die fest und fahr dann ein Stück rein. Ups, jetzt haben wir es gestreift, aber ist nicht schlimm. Jetzt machen wir schon mal nicht so viel Staub. Das fräsen wir jetzt komplett durch, so dass wir hier ein Langloch haben. Das könnte man auch am Anfang fräsen, aber dann wären wir ja nicht Basteltown, ne?
Jetzt wollte ich euch zeigen, wie ihr mit einem Schwalbenschwanzfräser in so eine Holzkiste die Eckverbindungen reinfräst. Ich habe extra das Ding geschnitten, mir voll Mühe gegeben. Jetzt fällt mir auf, dass der Fräser gar nicht hier so tief an das Material rankommt. Heißt, ich brauche einen Langholzschaft und wenn ihr das nachbaut, ein Langschaftfräser, jetzt. Und die Platte hier, die MDF, die 15er oder 13, 12 hat sie, die macht ihr bitte aus 5 mm, dann klappt es vielleicht. Auf jeden Fall kann ich es euch jetzt nicht mit dem Schwalbenschwanz zeigen, aber mit einem Nutfräser. Dann wechsle ich zum dritten Mal. Jetzt nehmen wir den Fräser, fahren an das Holz dran. Wo bin ich jetzt? Hier. Jetzt sind wir dran. Und da sind wir jetzt bei 1, 2, 3, 4, 14 mm. Und wenn ich das jetzt 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Stimmt doch gar nicht. Wo war ich denn? Doch, 14. Okay. Gehen wir 9 mm oder 7 mm rein. Ihr habt es gerade gesehen, warum die Schablone auf dieser Seite länger ist. Das ist ganz einfach, um sie festspannen zu können. So. Setzen wir mal den ersten rein. Wenn wir sie einstecken, geht es ja auch noch besser. So, jetzt haben wir hier eine schöne Nut und da setzen wir dann da hinten auch noch gleich eine. Da können wir jetzt oben und unten festspannen. Da habe ich jetzt noch zwei Zebrano-Holzstückchen gebaut. Ein schönes Holz gibt es auf designholz.com. Ist ein Deutscher in Hamburg, der verkauft Echtholzteile. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und Furniere und alles. Aber jetzt machen wir die Dinger mal da rein. Und für alle, die sich fragen, was ist Zebrano? Das da ist Zebrano. Einer der schönsten Hölzer, finde ich. Oder was meint ihr? Ich muss sagen, das Ding, das ist auch noch ziemlich passgenau. Bei dem anderen wird es noch schwieriger, glaube ich. Ne, passt auch ganz genau. Jetzt heißt es halt trocknen, ne? On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Ja, das Mikro habe ich jetzt auch angemacht. Das ist der Nachteil, wenn man ein Mikro hat, wo es selbst verstärkt ist. Da muss man halt drauf achten, dass man das anmacht, ne? Aber jetzt schleifen wir das noch mit 80er und dann mit 320er. Öl drauf. Ich benutze gerade das Biopin Möbelöl. Farblos Naturöl für Weichhölzer. Da das ja Fichte ist, gut, das ist jetzt ein anderes Holz, Zebrano. Aber das Zebrano verzeiht mir das, hoffe ich mal. Wie ihr sehen könnt, schaut echt schick aus. Wenn man da jetzt mehrere macht, könnte man fast meinen, das sind Fingerzinken, so irgendwie, ne?
Also ich werde mir definitiv das Ding nochmal zusammenschustern, allerdings diese Platte so dünn wie möglich machen, wo die Fräse aufliegt, weil je dicker die ist, umso weiter ist natürlich der Fräser weg von eurem Material. Und dann reichen euch Standardfräser nicht aus, dann muss man extra Fräser kaufen. Deswegen wird das Ding nochmal neu gebaut, aber ihr habt gesehen, das geht ruckzuck, wenn ihr die Teile zugeschnitten habt. Eigentlich kein Problem, ihr braucht halt so eine Fräse mit einem schmalen Korb. Mit einer großen geht's, denke ich, auch. Da müsst ihr halt die Auflagefläche ein bisschen größer bauen. Breiter für die Führung. Aber gut, ich finde es sinnvoll. Was sagt ihr dazu? Falls ja, Daumen hoch. Falls nein, Daumen hoch. Oder in den Kommentaren schreiben, dass es jetzt nicht so der Hit ist. Ich finde es genial. Was mir gerade eigentlich noch dummerweise erfällt, ist das hier, wenn ihr das zu 100% in 90 Grad baut und euer Werkstück hat keine 90 Grad, dann habt ihr auch, wie ich, Probleme mit der Säge, dann läuft die nicht 100% und jetzt bin ich mal gespannt, was mir das Gerät sagt. 90,2. Damit kann ich leben. Wo es den Winkel gibt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Die meisten haben ihn ja wahrscheinlich schon. Ist, glaube ich, über 200 Mal habt ihr den gekauft. Also danke an euch. Das unterstützt mich zum Beispiel. Gut. Genug gelabert jetzt. Jetzt ist Wochenende. Ich hole gleich meinen Kollegen ab und muss dann noch Zeug einkaufen für Burger essen. Weil wir machen morgen Burger selbstgemachte. Also, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Wir sehen uns im nächsten Video. Nächste Woche gehe ich wirklich an den GTS-Stand dran. Und im Abspann hier kommen noch zwei Videos. Und ein Video und einmal der Abonnier-Button. Da könnt ihr draufdrücken und mich abonnieren, wenn euch gefällt, was ich mache. Dankeschön, schönes Wochenende. Ciao.